Ja, danke schön, Markus, für die Einladung. Danke, dass ihr so zahlreich da seid. Bei mir ist tatsächlich etwas eingeklemmt wegen Terminen. Heute Morgen noch in Fulda, heute Abend wieder in Berlin. Aber jetzt hier bei euch. Friedensaktivist war ich natürlich schon immer. Vielleicht kennt ihr neben tausendmal berührt auch das Lied Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Das habe ich 1979 bei Rock gegen Rechts gegen die NPD geschrieben. Später wurde es dann zum Partykracher oder Das weiche Wasser bricht den Stein. Habe ich für die Friedensbewegung in den 80er Jahren geschrieben. Heute stehe ich hier als Geimpfter. Jetzt fangt nicht an zu buhen. Ich bin geimpft. Aber ich bin mit Feindesstoff geimpft. Ich bin nämlich in Moskau zum ersten Mal mit Sputnik geimpft worden und dann ein Vierteljahr später in San Marino wieder mit Sputnik. Und der Gesundheitsminister von San Marino sagt, Sputnik hat unserer Bevölkerung das Leben gerettet. Ein Grund für Lauterbach und Spahn und das Bundesverfassungsgericht, Sputnik nicht anzuerkennen. Und das kann man ja schon heute verstehen. Damals habe ich es nicht verstanden, warum die Sputnik nicht anerkannt haben. Ich habe heute einen Antikörperstatus von 1100 BAU. Gemessen werden die Dinge ab 16. Also ab 1100 heute, anderthalb Jahre nach meiner zweiten Sputnik-Impfung. Stattdessen wurden BioNTech und Pfizer-Präparate in die Bevölkerung reingepresst, an denen heute Folgen absehbar sind, von denen in den Medien wenig zu sehen und zu hören ist. Und der Skandal besteht in zweierlei, in dreierlei. Der Skandal heißt erstens Spahn, der Skandal heißt zweitens Lauterbach und der Skandal heißt vor allen Dingen die Medien, die ihnen in den Arsch kriechen. Entschuldigt die unparlamentarische Redeweise. Als ich, und das geschieht mit einer Fürsorge, an der George Orwell mit seinem Roman 1984 seine helle Freude gehabt hätte. Das ist eine Fürsorge. Ich habe deswegen wegen dieser falschen Fürsorge auch Florian Silbereisen gerichtlich untersagen lassen, bei meinem Lied tausendmal berührt, die Zeile, erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, einfach zu verändern und das Wort Indianer rauszunehmen. Warum? Weil die Indianer in den USA sich selber Indianer nennen und sich die Fürsorge aus Deutschland verbitten. Und das ist auch, glaube ich, richtig. Wir brauchen nicht diese Art von patriarchalischer Fürsorge. Es ist alles eigentlich von Vorrednern gesagt worden, was ich zu Defender sagen wollte. Es ist alles darüber gesagt worden, was die Ursachen des Ukraine-Kriegs waren. Das immer näher ranrobben der NATO an die russische Grenze. Das Spielen mit einer Atommacht, von der man weiß, dass das unverantwortlich ist. Und dass der Überschuss von Kindern und Frauen in der Ostukraine durch Azov-Milizen und Bandera-Anhänger wenige Tage bevor das Gesetz des Beistands mit den ostukrainischen Volksrepubliken, die Duma passieren sollte, noch zugenommen hat, um 4000 tote Kinder, Frauen und andere Menschen mit Mörsergranaten und Nazi-Scharfschützen. Das ist passiert, um Putin zu reizen, damit er einmarschiert und dann möglicherweise auch in eine Falle geht. Auch das ist nicht auszuschließen. Die NATO jedenfalls ist eine verbrecherische Organisation und sie war es immer. Sie war es, als ich als 17-Jähriger mit Rudi Dutschke in Frankfurt am Main gegen den Vietnamkrieg gekämpft habe. Sie war es, als ich gekämpft habe gegen den Putsch von Pinochet gegen Allende in Chile. Das war schon das verbrecherische Gesicht. Sie war es dann in Jugoslawien bei dem völkerrechtswidrigen Überfall und sie war es auch im Irak, wonach die US-amerikanische Außenministerin Madeleine Albright gesagt hat, 500.000 getötete Kinder im Irak. Das ist der Preis,
der Freiheit wert. Was für eine zynische Sau ist diese Frau gewesen, die so etwas sagt. Und was für menschenverachtende Subjekte sind es, die sagen, dass sie so gerne die Videos sehen, wo Muhammad al-Gaddafi erschossen und gefoltert, die Finger abgeschnitten und Ähnliches ihm angetan wird. Was sind das für Raubtiere, die mit Menschenrechten glauben, die Welt beglücken zu müssen? Ich höre jetzt auf, weil ihr wollt alle demonstrieren. Wer mich hier gefragt hat, ja, was macht Sarah Wagenknecht, den verweise ich morgen auf meine Talkshow Moats, M-O-A-T-S, Mothers of All Talkshows. Das ist um 17 Uhr auf Dieter mit TH, leider Gottes, YouTube, da könnt ihr das sehen. Da haben wir mehrere Fachleute, Ulrike Gero, Alexander Ulrich und andere. Nächsten Sonntag haben wir dann Michael Ballweg und haben Daniele Ganser am kommenden Sonntag drauf um 17 Uhr. Also 17 Uhr, immer live, Moats auf Deutsch. Wenn ihr es angucken wollt, könnt ihr auch ein bisschen mehr auf die Frage hören, was denn hier passieren wird. Dieses Land braucht eine Formation, eine breite Formation gegen das Vorrücken der NATO, gegen die Lügen bei den Corona-Diktaten, aber auch gegen den Wahnsinn, der unserer deutschen Sprache angetan wird, wenn Leute glauben, dass nur Feuerlöscher innen und Nicht-Indianer und andere ansprechbar sind. Wir brauchen wieder das Bekenntnis dazu, was Bertolt Brecht so schön gesagt hat. Und weil wir dieses Land verändern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Und das ist richtig. Und wenn ihr zum Abschluss mit mir eine Zeile noch singen wollt, dann gebe ich sie einmal vor. Das geht dann so. Amigo, amigo, amigo home. Das habe ich geschrieben für die Münchner Kundgebung damals mit den 25.000 Leuten. Jetzt könnt ihr es nochmal zusammen singen. Wenn die jetzt leise gesungen haben, laut mitsingen, die gar nicht mitgesungen haben, leise mitsingen, erreichen wir eine allgemeine Kulturniveausteigerung. Also nochmal. Amigo, amigo, amigo home. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo home. Und jetzt noch ein bisschen lauter. Amigo, amigo, amigo home. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo home. Goodbye, Shalom, amigo home. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an Dieter Dehm.